Bazinga. Sheldon, du hast ihn direkt vor dir. Puste ihn weg, er lädt sein Plasmagewehr. Ich kann nicht schießen, ich mach mich unsichtbar. Jetzt, Rat, schieß auf Schatz. Ich sehe ihn nicht mehr. Deswegen heißt es auch unsichtbar, toter Mann. Dann wirf deine Handgranate. Hab ich schon alle geworfen. Hey, Leute, meine Freundinnen und ich haben genug getanzt und da dachten wir könnten Sex mit euch haben. Mach schon, Ratsch, den Panzer einsetzen. Keine Panzer, hatten wir gesagt. Es gibt keine Regeln in der Hölle. Verdammter Mist, Medipack. Ich brauche ein Medipack. Glaubt ihr es jetzt? Heckenschütze ausgemacht. Hol den Raketenwerfer. Ich habe nur noch einen Nadelwerfer und das war meine letzte Munition. Dann verabschiede dich von diesem Leben. Wieso drückst du Pause? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Was denn? Nein, ich habe nicht gehört. Entschuldigung. Ich weiß, unsere Wintereinstellung ist 22 Grad Celsius, aber mir ist zu warm. Ich drehe sie ein bisschen runter. Na gut. Oh, verdammte Scheiße, ist das eine Leitung zum Oak Ridge National Laboratory? Ja, ich verwende Ihren Cray Supercomputer zur Analyse von Kartenmischmustern. Sheldon, dieser Computer dient der nationalen Verteidigung. Sich da reinzuhacken, ist eine schwere Straftat. Ganz ruhig, wir werden gerade nicht angegriffen. Okay, ich verschwinde, bevor die schwarzen Helikopter hier eintreffen. Und ist das meine Karte? Ich frage mich, ob Howard einen radioaktiven Tracer verwendet. Wo finde ich zu so später Stunde noch Uran-235? Kommt schon, gelbe Seiten. Mein neuer Computer hat Windows 7. Windows 7 ist erheblich benutzerfreundlicher als Windows Vista. Das missfällt mir. Ich zeig dir noch mal, wie ein richtiger Zauberer das macht. Ratsch, zieh eine Karte, so dass ich sie nicht sehen kann. Okay. Kreuz 7. Heiliges Kanonenrohr, das haut mich aus den Socken. Bippidi bappidi booja. So, das reicht jetzt. Ich besorge mir Uran. Willst du es ihm je sagen? Mal sehen, wenn es keinen Spaß mehr macht. Also dann nie. Nein. Ich hab's geschafft. Ich habe gewonnen. Der Ring gehört mir. Er gehört mir. Wir werden ihn richtig säubern, damit er wieder glänzt. Mein Eigen, mein Liebes, mein Schatz.